Gigi, Freitagabend, was machen wir? Heike, du hast die Morello-Jacke an und sogar das Glitzer-Shirt. Glitzergürtel. Ja. Und das Womo steht draußen. Man kann irgendwohin. Traurig, oder? Nee, wir gehen jetzt. Dem habe ich ja meine Jacke schon an. Jetzt Ja. auf, komm mal in die Pötte. Wir fahren nach Mutlangen ins Tanzsportzentrum Diesam. Nee, nicht zum Tanzen, das wäre ja nichts für dich, aber zum Essen. Da ist nämlich Womo-Dinner. Und da waren wir letztes Mal schon, das war so lecker. Und deshalb haben wir uns gleich wieder, oder ich habe das natürlich gleich wieder angemeldet. Und jetzt fahren wir zum Alexander und zur Tanja. Und da lassen wir uns jetzt verwöhnen. Ich verrate es noch nicht, weil du wirst ja mit Sicherheit nachher noch ein paar Bildchen machen, was es denn Leckeres zum Essen gibt. Aber wenn wir jetzt nicht losfahren, ist unser Platz weg. Nehmen wir Chichi mit. Chichi, gehst du mit? Können wir gut essen? Und Gut mit? essen? Komm, Komm, können wir. komm, Komm. gehen wir. So, jetzt sind wir in Mutlangen im Kreisverkehr beim Tegut. Und von da fährt man dann jetzt rechts raus Richtung Staufer Klinik. Und da, wo da vorne der Lidl ist, da geht es dann rechts ab. Und jetzt schauen wir mal, ob ein paar Wohnmobile da sind im Tanzsportzentrum Diesam. Ziemlich lang. Was auf der Tisch? Kannst du das auch? Wir sind die Nummer 8. Ja. Und du hast gesagt, wir seien die Letzten. Nee, die Vorletzten. Vorletzten. Was darf sein? Sekt, Orangensaft, gemischt? Heike, Sekt oder was? Ja, klar, wie letztes Mal. Gut. Mit einer schönen Blume. Entschuldigung, was kann man bei Ihnen kaufen? Gibt es da Startnummern oder was ist hier? Was ist hier los? Wir sind an 8. Stelle. Gib 8. Achtung. Achtung, aufgepasst, gleich kommt's Essen. Gut. Aber schön hier. Hast du Zeit? Ja, habe ja extra eingeschickt für dich. Also komm. Baby. Auf uns, heute mal ganz alleine. Auch mal schön, gell? Ja. Zum Wohl! Während ich und Chichi noch draußen sind, kam schon die Vorspeise. Ja, die habe ich bestellt, einfach einen Flammkuchen. Heike hat alles bestellt. Mhm. Mal was anderes wie das Menü. Außer das Dessert, das kommt nach dem Menü. Nach dem Menü. Aber das kannst du ja mal noch mit einblenden. Aber kennst du meinen Geschmack, was ich gerne habe? Hauptsache mir schmeckt. Gut, also. Zwiebeln, natürlich mit viel Zwiebeln für dich. Gut, wir gehen zum Angriff, oder? Yes. Dann essen wir dazu nachher. Wir stellen die Teller nicht raus, erst zum anderen dann. Okay. Gell? Haben Sie noch Getränke? Nee, haben wir noch alles. Super. Alles klar, super. Salätli. Salätli. Ja. Oh, das sieht aber mal lecker aus. Hm? Oh Gott, Chichi, da kriegst du was. T-Bone. Bitteschön. Du wolltest Fleisch, Markus. Oh. Ja, du wolltest Fleisch. Ja, ich. Aber das ist für uns beide. Nein, das ist nur für dich. Boah. Markus, da kriegt Chichi was. Chichi, komm rein. Der erste Biss. Und hineinkommen. Bitte nicht beim Essen. Übertreib nicht so schamlos. Mm, mach's mal du. Gut. Markus. Also. Ich habe noch nie so gut Steak gegessen. Ran ans Fleisch. So, Heike, wir haben gut gegessen. Gell? Anderes Wort für die Spießen. Du lachst mich immer aus. Nein, wenn du ich meiner... doch nie. Wer kann dich schon auslachen? Ja. Jetzt fehlt noch der Nachtisch. Ja, der passt noch rein. Der passt noch rein. Aber jetzt haben wir noch Zeit für ein kleines Interview, oder? Dann würden wir mal zum Alex rüber und zur Tanja. Tönt fast gleich. Ja. Also,
Das sind die, die uns das Essen gebracht hat. Das sah natürlich, ja, sah natürlich anders aus. Und mir wurde gesagt, hier ist der größte Frauenschwarm. Das sollst du sein, Alex. Ganze Mädle, wo Tanzkurs machen. Ja, das war einmal. Nein, das glaube ich nicht. Allmählich bin ich nur noch der Schwarm von einer. Ja gut, wir können das jetzt auch unter vier Augen reden. Dann würde es anders tönen, aber ist gut so. Nein, du leitest die Tanzschule und gleichzeitig auch das Restaurant. Genau, richtig. Seit 13 Jahren darf ich jetzt hier diese Tanzschule und das Restaurant leiten, mit meiner Frau zusammen. Ihr zwei leitet das und jetzt in der Corona-Zeit, für euch war es eine schlimme Zeit, plötzlich alles zu. Und dann gab es die Idee, man könnte was für Womobilisten tun. Und das wäre dann eben ein Womo-Diener. Wie viel Mal machst du das schon? Wir haben es jetzt heute zum zweiten Mal. Haben vor 2 Wochen angefangen und haben jetzt heute nochmal ein Abenddinner. Morgen dann unser drittes, ein Frühstücksdinner. Mhm. Und in 2 Wochen, save the date, haben wir am 15. unser 4. Wohnmobildinner. Genau. Und es gab 2 Mal bis jetzt und wir sind das 2. Mal hier. Das 2. Mal wirklich zufrieden. Die Heike hell begeistert. Sie hat dieses Mal nicht das Menü gewählt. Sie hat gedacht, dem Markus, dem bestelle ich Fleisch. Mal Fleisch. Der will Fleisch. Und aber so, die Idee hatte die Tanja, das muss man auch mal sagen zum Womo-Dinner. Ja? Die Umsetzung der Idee. Ja, die Idee aber man hat es ja aber die Zeit schon öfters gehört. Ich finde das genau. Cool. Ja. Das ist ja das Gemeine. Immer stellt man den Mann im Vordergrund. Gell? Das bin ich gewohnt, aber es ist okay. Dabei habe ich jetzt auch erst jetzt erfahren, dass du in dem Fall, muss ich ja dir fragen, wie kommst denn du auf so eine Idee? Bist du Wohnmobilistin? Nee, eigentlich bin ich Intensivkrankenschwester. Und somit, ja, eigentlich total eingestiegen in das Ganze hier. Und dadurch, dass wir halt jetzt einfach total still liegen seit November, brennt mein Hirn eigentlich Tag und Nacht mit Ideen. Und somit haben wir dann gesagt, jetzt probieren wir das auch mit dem Wohnmobildinner. Und für euch, ist jetzt das, klappt das? Also es war mit Sicherheit was richtig Geniales. Es ist zum einen toll für die Mitarbeiter, endlich mal nämlich bloß nach 6 Monaten ans Telefon zu gehen, Bestellungen anzunehmen und Bestellungen rauszugeben, sondern einfach mal mit dem Service sein zu dürfen und auch für die Küche à la Minute das Essen rausschicken zu können und nicht nur in, ich sag mal, Aluschale verpacken und dann to go rauszugeben, sondern einfach mal wieder direkt am Gast das Feedback zu bekommen. Und ich glaube, das ist für unser gesamtes Team das Allerwichtigste. Ja. Mhm. Ich meinte, ich hier nochmals am Wohnmobil, das schon mal, also letztes Mal auch hier war, glaub, ja, das glaub, da, gell? Ja, die haben schon rausgewunken. Also, eben, ja, siehst du. Also ja. Wiederholungstäter sind wir auch und jetzt hoffen wir natürlich, es kommen noch mehr. Wie viele Wohnmobile kannst du denn überhaupt bedienen? Also wir haben heute 10 Wohnmobile auf dem Hof stehen. Mhm. Ich glaube, mit Koordination würden wir noch vielleicht 3 unterkriegen, aber dann würde man auch schon sagen, die Qualität darf in dem Moment nicht auf der Strecke bleiben und dann würde mir auch sagen, nee, mehr geht dann einfach auch nicht und der Parkplatz ist groß genug, der ist da und ich denke, die Leute fühlen sich wohl, weil wir einfach Wiederholungstäter haben, wo wir ganz, ganz dankbar dafür sind in der Zeit auch. Ja. Das ist ganz arg wichtig. Also du bist für Qualität, nicht Quantität, das zeichnet natürlich dann eben auch das aus, was wir auf dem Teller kriegen. Jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Ich weiß wieder nicht, was es gibt. Sagt ihr mir das? Nein, du wolltest vorher nicht wissen, dann brauchst du es auch nicht wissen. Wir haben aus dem Menü die 2 Desserts. Also ich weiß, ihr habt noch Kinder zu Hause. Ja. Kleine Kinder. 3 Stöpsel, ja. 3 sogar. Die tanzen wahrscheinlich schon. Und da müsst ihr dann bald wieder nach Hause. Das heißt, ihr könnt da nicht bis zum Schluss bleiben. Aber wir können auch nicht so lange bleiben. Ausgangssperre. 10 Uhr ist Schluss. Wir müssen nach Hause. Aber wir haben es nicht weit. Und ich glaube, wir könnten eigentlich wieder mal kommen, oder? Gerne. Was meinst du? Ich buche einfach. Du kommst schon fair. Gut. Geil, Tanja, wir machen, so machen wir das. Genau. Jetzt noch ein Tipp, Tanja, das gilt für dich. Mhm. Es gibt ja noch andere Restaurants, die jetzt wirklich Mühe haben, über Wasser zu bleiben. Ja. Was empfehlst du denen? Jetzt gerade mit Wohnmobil-Dinner, genügt das, wenn man einen Parkplatz hat? Oder was gehört noch dazu?
Muss schon auch ein bisschen kreativ sein. Man muss auf jeden Fall ein super Team haben. Also das ist ganz, ganz, ganz arg wichtig, weil ohne das klappt es einfach nicht. Und da können wir zu 100% sagen, dass wir für uns das beste Team haben, sei es in der Küche, auch im Service. Also wir sind ultra stolz drauf und vor allem, wenn wir wieder öffnen dürfen, das dann auch so zu präsentieren. Das ist für uns das Wichtigste. Was natürlich ein bisschen wehtut nachher dann, wenn es wieder alles ganz normal offen ist, dann können wir mit unserem großen Auto nicht mehr kommen. Ah, wer weiß, vielleicht können wir dann dadurch mal so Sonder... also es ist ja auch heute so, dass wir unser normales à la carte Geschäft für heute Abend nicht anbieten, weil wir einfach gesagt haben, hier auch wieder die Qualität im Vordergrund steht. Und somit könnten wir uns schon auch vorstellen, dass wir damals sagen, okay, trotzdem dann blocken wir uns hier mal einen Tag mit die Parkplätze, um das einfach Revue passieren zu lassen. Mhm. Also ich sehe es ja, es regnet, das Personal muss trotzdem raus, hin und her. Und die Leute bedienen. Das muss alles schnell gehen, nicht dass das Menü kalt wird. Ja. Also bei uns hat alles. Super. Bei uns war alles gut. Perfekt. Das freut uns ganz arg. Schön, dass ihr jetzt rasch Zeit hattet, zu uns zu kommen. Und ich wünsche euch noch viel Erfolg. Vielen Dank. Und jetzt nach Hause zu den Kindern. Hä? Aber es ist allemal schöner, als jetzt noch die Küche aufräumen, oder? Das ist dann wieder der Vorteil als Chef. Gut, also wir bedanken uns recht herzlich bei euch. Auf der Nacht. Ja, wir sagen auch danke. Und ich glaube, die anderen Wohnmobilisten sind auch zufrieden. Also der Nachbar, wo ich jetzt da kurz war, der war auch hell begeistert. Ja. Und er ist heute, ich glaube, das erste Mal mit seinem Wohnmobil unterwegs. Da wusste er nicht, wie die Heizung funktioniert. Aber schon ein Wohnmobil kaufen und als erstes zum Wohnmobil-Dinner zu gehen. Vielleicht hat er extra wegen Wohnmobil-Dinner das Wohnmobil gekauft. Ja, ja, wer weiß. Also jetzt nochmals ganz kurz, wo sind wir hier? Wir sind im wunderschönen Mutlang auf der Ostalb, ja, direkt neben Schwäbisch Gmünd. Mhm. Im Diesam Restaurant an der Staufer Klinik 3. Gut. Und anrufen darf man, wenn ihr wieder mal was macht? Immer. Ihr habt das ausgeschrieben bei Facebook oder irgendwo? Facebook, Instagram und natürlich auf unserer Homepage. Gut, also dann halten wir euch nicht mehr aus. Markus. Jetzt können wir mit euch nicht mal anstoßen. Aber wir machen es für euch. Zum Wohl. Also vielen Dank nochmals und euch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.